Moin, hi, herzlich willkommen hier zu neuem Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem mega Multipack Opening der Matchtags Extra Champions League 23er, 24er Reihe. Und was uns hier alles erwartet, wie die Karten aussehen, welche Limits wir haben, sehen wir natürlich nach dem Intro. Jawollski, Leute, herzlich willkommen hier, wie angekündigt, zum Mega Multipack Opening der Matchtags Champions League 23er, 24er Serie. Ja, in diesem Multipack haben wir 48 Karten plus 2 Free Bonus Extreme Limited Edition Cards. Wir haben hier drin Lookout for die Frauen Champions League Karten, Chrome X Cards, Extra Energy und Black Edge Cards. Und Ultra Rare Autos Inside Lucky Packs. Wir haben hier abgebildet 4 Packs plus dieses Limit Pack. Das Ganze kostet 9,99 €. Und dann schnacke ich gar nicht lange rum. Gehen wir rein. So, die Pappe wird vermutlich. Ja, die Pappe ist einfach nur eine Pappe. So, dann haben wir hier, das ist der Extra Booster und das sind die zwei normalen Booster mit den jeweiligen zwei Booster Designs. Und dann schnacken wir gar nicht lange rum. Erster Booster, let's go. Vielleicht kriegen wir ja sogar eine Autogrammkarte. Wäre übelst nice, den Code, falls ihn jemand möchte. Und starten wir einmal mit Breakout Baller von Julio Enisco von Brighton & Hove Albion. Dann haben wir Global Gamer Ashraf Hakimi. Boah, die sehen so geil aus, finde ich. Dann haben wir Jürgen Klopp als Manager, noch Manager. Harvey Barnes, Away Kid von Newcastle. Oh, hier hinten glänzt es schon. Wir haben Limelight von Linda Caicedo für Real. Dann haben wir Diani, Limelight für Lyon. Wir haben Serginho Dest, Away Kid. Wir haben Kökçü als Away Kid Karte. Wir haben Pitchside von Danilo Pereira. Wir haben Manager von Stefano Pioli. Dann haben Victor Osimhen Squad Update als Crystal Parallel Karte. Nice. Und wir haben einmal Julian Brandt Kings of Europe für den BVB. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Und zwar suche ich gerade die Mappe. Da. Und zwar wollte ich gerade was nachgucken, ob das hier vielleicht drin steht sogar. Nee. Okay. Schade, ich weiß. Wollte mal gerne wissen, ob hier irgendwie eine Liste ist, wo wie viele Autogramme es gibt. Mein Gott, aber ich glaube, das ist in. Also erstmal hier der Code. Mein Gott, ich bin gerade aber auch komplett lost. Ja, moin, was ist gerade mit der Cam los gewesen? Dann haben wir Mega Boost von Rafa Silva. Irgendwie spielt die Facecam gerade, glaube ich, ein bisschen. Weiß nicht, kann auch sein, dass ihr im Video jetzt gar keine Facecam seht und sich denkt, hey, was redet der? Dann hat auf jeden Fall die Facecam nämlich gesponnen und ich kann das Video gar nicht benutzen. Breakout Baller von Lamine Jamal. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Dann haben wir das Away Kit von Philipp Max. Wir haben Athen Final 2024, die Europa Conference League. Dann haben wir Limelight von Bright. Wir haben Assist Master von Bruno Fernandes. Wir haben Charles de Ketteler als Awakened Card. Dann haben wir Tunnel View von Kyogo Furuhashi. Sieht auch übel geil aus, diese Karten. Wir haben Philipp Clermont als Manager für die Rangers. Wir haben Leonardo Bonucci Squad Update, perfekt, der spielt schon gar nicht mehr da. Boah, Ben White als wunderschöne High Terrage Man of the Match Card für Arsenal. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt Nikola Milenkovic Kings of Europe im Dienste der Fiorentina. Nächster Booster. Wir sehen hier Leverkusen schon. Zack, wir machen weiter mit Global Gamer von Di Marco. Wir haben Breakout Baller von Konate. Wir haben Eddie Howe, Manager für Newcastle. Wir haben Roberto De Servi
für Brighton Manager. Wir haben Politano, Away Kit. Wir haben Squad Update von Tite. Wir haben Pitch Side von Leroy Sané. Wir haben Pitch Side von Bryce Mendes. Wir haben Away Kit von Theo Hernandez. Ich finde das Milan-Auswärtstrikot richtig, richtig schön. Wir haben Pitch Side von Robert Lewandowski. Dann haben wir Green Parallel Crowd Connect von James Tavernier. Und dann haben wir hier noch Granit Xhaka, Kings of Europe für Bayer Leverkusen. Letzter normale Booster. Dann geht es weiter. Ups. So, ich drehe einmal alles wieder in die richtige Richtung hier. Uiuiuiui. Wir haben Crowd Connection Jude Bellingham. Wir haben Record Baller Lewis Hall. Wir haben Benjamin Pavard Squad Update. Wir haben Alex McAllister, Away Kit für Liverpool. Wir haben Renard Limelight. Wir haben Vier als Limelight. Skriniar Pitchside. Wir haben Tunnel View von Cabral. Dann haben wir Hulmand, hätte ich jetzt ausgesprochen, Away Kit von Sporting. Dann haben wir Pitchside von Trossard. Wir haben Saliba, Kings of Europe und Club 100 Legend Javier Zanetti für Inter Mailand. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Und dann haben wir noch die zwei limitierten Auflagen. Es ist auf jeden Fall Inter und es ist hier einmal der Code. Und es ist Napoli und wir starten einmal mit Extreme Limited Edition Giovanni Di Lorenzo. Und die sehen so geil aus, diese Karten. Extreme Limited Edition und Nicolo Barella. Das sind unsere zwei Extreme Limited Edition Cards. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne, um weitere Videos nicht zu verpassen. Abonniert gerne, um weitere Videos nicht zu verpassen. Kommentiert natürlich auch gerne. Würde mich freuen. Und ich sage bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski. Ich hab's aber auch heute mit dem Versprecher. Tschüssikowski, peace out. Ich bin raus. Und ciao.